Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist mein Geburtstag. Yay! Und ich bin ganz alleine. Tja, es wird wohl darauf rauslaufen, dass mein Freund jetzt dann nach Hause kommt, wir uns eine Pizza besorgen und eine Flasche Wein. Und das war's. Danke, Corona. Viele von euch haben mich immer gefragt nach meinem Werdegang. Wie bin ich zum Helifliegen gekommen und wer bin ich und was mache ich eigentlich sonst so? Und ich dachte mir, es gibt doch keinen besseren Tag, um etwas Persönliches über mich zu erzählen. Und genau das machen wir heute. Ich dachte mir, ich erzähle euch drei Dinge, nämlich erstens, wer ich bin und wo ich herkomme, ein bisschen was von meiner Kindheit. Zweitens über ein bisschen was, was ich arbeite und was ich eigentlich studiert habe. Und drittens dann das Thema, was euch eigentlich wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich das mit dem Helifliegen. Um euch das Ganze ein bisschen näher zu bringen, wer ich bin und wo ich eigentlich herkomme, habe ich euch das letzte Mal, als ich bei meinen Eltern war, ein paar Kinderfotos rausgesucht. Und ich hoffe, die gefallen euch. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir eigentlich direkt an. Also, wo komme ich eigentlich her? Ich bin gebürtige Münchnerin. Ich weiß, das hört man nicht. Das heißt, ich komme aus Deutschland, wie ihr sicher schon wisst. Genauer gesagt, geboren in München, aufgewachsen in einem Großkaff namens Freising. Und Freising werden die meisten kennen, weil Erding in der Nähe liegt, Erdinger Weißbier, Erdinger Therme. Flughafen München, wo bestimmt auch schon viele von euch waren, der eigentlich eher in Freising ist als in München, wenn man sich es genau überlegt. Und Freising ist bekannt, weil da die TU München den Sitz hat. Natürlich Weinstephan. Weinstephan habt ihr bestimmt schon alle gesehen und die Molkerei Weinstephan liegt in Freising. So viel dazu. Meine Mutter Petra, mütterlicherseits alle künstlerisch veranlagt, also Restauratoren, Kunstprofessoren, Maler, Bildhauer, alles dabei. Mein Papa Thomas ist Bierbrauer. Jetzt wisst ihr auch, woher meine Liebe zu Bier kommt. Ich habe euch ein paar Babyfotos noch mit rausgesucht. Ich glaube, ich war eigentlich ein ganz aufgewecktes und lustiges Baby. Ich sah auch immer eher aus wie ein Junge. Danke, Mama, für den tollen Haarschnitt, den du mir immer verpasst hast. Ich war schon früh immer von Tieren umgeben. Auf den Fotos seht ihr zum Beispiel unseren Kater Willi. Das war der bravste und liebste Kater, den ich jemals irgendwie kennengelernt habe. Der kam zu uns, da war ich ein paar Wochen alt. Und ich habe den wirklich abgöttisch geliebt. Ich habe den überall hingeschleppt und der hat wirklich nie irgendwas gemacht. Später kamen noch zwei Wellensittiche dazu, die hatten wir auch ziemlich lange. Und meine Eltern sind, als ich schon ganz klein war, sind die geritten. Also Turnier, Dressur, Springreiten. Beide auch, glaube ich, recht erfolgreich. Und so gesehen waren auch Pferde für mich eigentlich immer normal. Ich glaube, das war der Grund, warum ich nie reiten lernen wollte. Weil für mich Pferde einfach, die waren halt da. Ne? War jetzt nicht so aufregend. Und ich bin aber schon immer mit Tieren aufgewachsen. Und das ist auch etwas, was mich jetzt in meiner Kölner Wohnung hier so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen fehlt, ist die Tiere. Ne? Und von allen Tieren mag ich Vögel am liebsten. Ihr habt ja bestimmt schon meinen Hühnchenwahn kennengelernt. Und ja, daher kommt das Ganze. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben meine Eltern mich schon sehr, sehr früh Richtung Technik gebracht, lustigerweise. Also ich glaube sogar ohne es zu wollen. Aber ich habe schon früh Brio-Eisenbahn, Carrera-Bahn, Matchbox-Bahn, kleine Autos, alles mögliche an technischem Zeug. Das hatte ich einfach immer. Go-Karts, PC gespielt, oh mein Gott, was habe ich PC? Und Gameboy habe ich gespielt. Seitdem ich 8 Jahre bin, bin ich Videospieler. Ich habe allerdings nie wirklich später richtig PC gezockt. Ich war eigentlich immer eher Konsolespieler, bis heute. Heute natürlich nicht mehr so intensiv, aber zocken macht Spaß. Finde ich gut. So gesehen, ja, also das könnt ihr schon euch mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht kommt auch ganz viel daher. Nach dem Abitur, musisch-künstlerisches Gymnasium, nach dem Abitur kam die große Frage, was machen wir denn beruflich? Und irgendwie habe ich mich mit der Zeit dazu entschlossen, ich möchte Produktdesign studieren. Das heißt, Produktdesign ist Zeichnen, Entwerfen, Entwickeln, Prototypen bauen, CAD, alles was mit Dingen zu tun hat, die man anfassen kann. Vom Aschenbecher zum Glas, zum Auto, zum Airbus, blöd gesagt. Das habe ich in Schwäbisch Gmünd studiert. Das ist ein kleines Kaff, ungefähr
weiß ich nicht, 50 Kilometer von Stuttgart entfernt. Da war ich 7 Semester lang, 1 Semester lang davon im Auslandssemester in Spanien. Das ist auch der Grund, warum ich Spanisch sprechen kann. Und 1 Semester hatte ich ein praktisches Semester, wo ich gearbeitet habe, in München dann wieder. Als ich mit dem Bachelor fertig war, war halt damals noch so der Übergangszeitraum zwischen Diplom und Bachelor. Als Bachelor wollte einen niemand haben als Berufsanfänger, also habe ich meinen Master dran gehängt und dachte mir, wo machst du denn jetzt dein Produktdesign-Master? Es gab nicht sehr viele Möglichkeiten, also habe ich den in Köln studiert. Da gab es einen interdisziplinären Master, der sich sehr interessant angehört hat. Und so bin ich in die schöne Stadt Köln gekommen, die allerdings 600 Kilometer von meinem Heimatort entfernt ist, ganz zum Leidwesen meiner Eltern. Aber ja, da habe ich meine Abschlussarbeit dann geschrieben über App-Design. Damals kam das iPhone ja gerade erst raus, iPhone 3GS, glaube ich, war zu der Zeit aktuell. Es gab keine Studiengänge mit User Interface oder Software Design. Nein, das gab es damals noch nicht. Und dementsprechend war ich da ein Vorreiter und hatte auch wirklich Glück, dass ich dann direkt einen Job gefunden habe im UI-Design. Danach bin ich jetzt, da war ich 3,5 Jahre, dann war ich knapp 5 Jahre bei einer kleinen Produktdesignfirma auch hier in Köln. Und jetzt seit Dezember bin ich bei der Firma E-Plan. Die macht Elektrotechnik, Software für Elektrotechnik und Elektroingenieure. Und da bin ich bislang sehr, sehr glücklich. So, ihr seht also, ich habe den, ja, sag ich jetzt mal, typischen Berufsweg oder einen der typischen Berufswege eingeschlagen. Schule, studieren, Bachelor, Master, Vollzeitbüro arbeiten. Also ich gehe auch ganz normal von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags ins Büro, dann fahre ich nach Hause und der Rest der Freizeit, ja, je nachdem was ansteht, Heli fliegen, Sport, Freunde, Familie, Haushalt, Kino gehen, whatever. Also gar nicht so unähnlich zu euch wahrscheinlich. Und jetzt zu dem Part, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, wie ich nämlich zum Helifliegen gekommen bin. Ich hatte mit 16 Jahren schon mal versucht, mir ein gebrauchtes Flugzeug zu kaufen über eBay. Ich hatte zwar ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Modellbau, Eisenbahn und sowas über meinen Papa, aber Flugzeug, irgendwas, was fliegt, hat bei uns keiner gemacht. Meine Familie ist sehr, sehr klein, das heißt, es gibt auch niemanden, der irgendwas in die Richtung macht. Und ich wollte das aber machen. Ich habe mir dieses Flugzeug gekauft und das war natürlich... Hat ja keine Ahnung von nichts. Ich wusste nicht, was ein Schwerpunkt ist und wie das alles funktioniert, wie man diese Ruder einstellt, keine Ahnung. Damals bin ich dann zu meinem lokalen Modellbauhändler gegangen, bei dem ich schon wirklich viel Geld zu meiner Eisenbahnzeit gelassen habe. Und allein deswegen hätten die mir eigentlich schon helfen müssen. Jedenfalls bin ich dann mit meinem Flugzeug hingegangen und dann haben die zu mir gesagt, jo, ist aber gar kein Hobby für ein 16-jähriges Mädchen. Guck mal, da drüben ist der Klamottenladen, gib doch lieber da dein Geld aus. Das machen Mädchen in deinem Alter, die gehen Klamotten kaufen, mach das mal. So. Ganz toll, wusste ich also, mir hilft keiner. In meiner Familie hat keine Ahnung und die, die Ahnung haben, helfen mir nicht. Also habe ich es dann selber irgendwie versucht und natürlich hat das alles nicht funktioniert. Ich habe die kläglichen Überreste verkauft und das war's. Dann in meinem praktischen Semester in München hat mein Chef mir erzählt, dass sein Bruder einen kleinen Schaumstoffhubschrauber hat, den man im Wohnzimmer fliegen kann und der nicht kaputt geht, auch wenn man wo dagegen fliegt. Der Pico Z. Die Älteren unter euch erinnern sich. Ja, dann habe ich mir auch einen Pico Z gekauft. Der wurde natürlich mit der Zeit langweilig. Auch wenn ich ihn mit der Münze unter der Nase getunt habe, damit er vorwärts geflogen ist. Dann habe ich mir einen Koaxialhelikopter von eSky Lama V4, glaube ich, geholt. Der war dann lustig, den konnte ich auch steuern. Aber der wurde auch langweilig mit der Zeit und das Wohnzimmer wurde zu klein. Also bin ich raus, bin ich draußen geflogen und natürlich direkt im Blumenbeet gecrasht. Hatte also keine Ahnung, wie ich das Ding reparieren soll, weil ich ja nicht mal wusste, welcher Teil. Ich wusste nicht mal, was eine Paddelstange macht oder eine Taumelscheibe ist. So, wusste auch, es hilft mir ja keiner. Und dann habe ich übers Internet versucht, mir selbst Hilfe zu suchen und habe ein kleines Forum gefunden in der Nähe von Augsburg, die sich dann da immer zum Pizzaessen getroffen haben und die haben gesagt, hey, komm vorbei. Wir helfen dir. Bin dahin und die hatten dann schon 50er Verbrenner Raptor, Mini Titan, Elektro Heli und haben noch gesagt, ja, du willst sowas dann auch mal haben. Haben mir dann geholfen, das Ding zu reparieren. Dann bin ich weiter Koax geflogen. Ja, und was war? 3 Monate später habe ich mir einen gebrauchten Valkera DF37 zusammengespart. Musste allerdings mir eine gebrauchte Funke dazu holen, gebrauchte Servos, der Empfänger und der Gyro.
So, das heißt, ich habe mir dann alles Gebrauch gekauft, weil ich hatte damals zu Studienzeiten mit 23, ich hatte 100 Euro im Monat zum Leben. Davon musste ich meine Studiensachen bezahlen, davon musste ich essen, davon musste ich nach Hause fahren am Wochenende. Also nicht sehr viel Geld. Und ich hatte so viel Angst, was falsch zu machen, dass ich wirklich auf der Anleitung von meiner gebrauchten Graupner MX-16-Anleitung geschlafen habe. Und irgendwie habe ich es geschafft, dieses Ding zum Fliegen zu bringen und habe dann im Garten von meiner Mama die ersten Hopser gemacht. Und habe dann auch angefangen, diese Videos auf RC Movie hochzuladen. Das war damals das Modellbau-YouTube. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Und weil die Jungs aus dem Forum immer gefragt haben, was ich jetzt mache, ob ich Fortschritte mache und so weiter. Das war damals meine kleine Community und die haben mich auch wirklich motiviert, dran zu bleiben. Ja, mit der Zeit, als ich besser wurde und ein bisschen schweben, habe ich mir dann einen gebrauchten Mini-Titan gekauft mit Brushless-Antrieb. Der Valkyra war noch brushed. Und habe da meine Komponenten eingebaut und habe auch weiterhin fleißig Videos gemacht. Und in dem Herstellerforum von Thunder Tiger habe ich anderen Leuten, die genauso wie ich angefangen haben, halt Hilfestellungen gegeben. Damals hat mich dann der Marketingchef von Thunder Tiger angeschrieben und hat gesagt, hey, ich finde das cool, dass du das machst, kann ich dich mal besuchen kommen? Augsburg und Freising ist so eine Dreiviertelstunde voneinander entfernt. Und der kam dann bei mir vorbei, wir haben uns unterhalten, er hat gesagt, hey, ich finde das cool, du scheinst lustig drauf zu sein, du gehst auf die Leute zu, du redest mit denen, du hilfst denen, du machst ein paar lustige Videos, du kannst zwar noch nicht viel, aber wenn du willst, wenn du weiterhin, also wir würden dich gerne unterstützen, aber du musst dann unsere Sachen fliegen und du kriegst sie auch nicht umsonst, du kriegst Prozente, einen Rabatt. Okay, und dann habe ich meinen ersten Raptor E550 gekriegt mit 5S, das war für mich damals Hausgröße und den habe ich, glaube ich, 2 Jahre lang jeden Monat abbezahlt, bis der irgendwann dann mir alleine gehört hat. Und den habe ich dann auch in Schwäbisch Gmünd hinter meinem Haus, habe ich dann da meine Kreise geflogen. Also nicht in einem Garten, sondern auf dem Feld, weil da hat dann die Zivilisation aufgehört. Und da bin ich dann geflogen. Und ja, so bin ich dann das gesamte Sortiment von Thunder Tiger geflogen, bin auf ein paar Veranstaltungen mitgegangen, habe weiterhin Videos gemacht. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ganz viele Leute den Quatsch angeguckt haben, den ich da gemacht habe. Und die Leute fanden mich irgendwie lustig. Ich bin dann für, glaube ich, 5 oder 6 Jahre Thunder Tiger geflogen und leider haben die sich dann irgendwann in die Richtung entwickelt, dass sie weniger auf Kunden, weniger auf Teampiloten gehört haben, sich immer mehr und mehr von dem ganzen Helikram verabschiedet haben. Und so bin ich dann bei der Firma SAB gelandet, wo ich jetzt seit 4 Jahren inzwischen auch schon wieder sehr, sehr glücklich bin. Und ja, dadurch, dass ich die Helifliegerei hobbymäßig mache, gibt es vielleicht nicht wie bei hauptberuflichen Leuten ganz so viele Videos oder ganz so professionelle Fortschritte. Aber wie gesagt, ich versuche das zu vertreten, was ich euch auch immer ans Herz lege. Nehmt es als Hobby, nehmt es als Zeitausgleich, als etwas, was euch glücklich macht. Und wenn ihr draußen eine große Grünfläche seht oder blauen Himmel, so wie jetzt, denkt ans Fliegen, lasst es euch in den Fingern kribbeln und geht raus und freut euch und schaltet mal vom Alltagsstress ab. So, ich hoffe, damit konnte ich die Fragen von all den Neugierigen ein bisschen beantworten. Jetzt wisst ihr, wer ich bin, woher ich komme, was ich gemacht habe und wie ich zum Helifliegen gekommen bin. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich werde jetzt mal eine Pizza bestellen und ich habe gesehen, es gibt kein Wein, sondern es gibt Bier. Noch besser, ihr wisst warum. In dem Sinne, freut mich, dass ihr wieder zugeguckt habt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!